Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Und ich würde sagen, gar nicht weiter darüber reden. Wir machen einfach weiter und machen weiter mit der dunklen Bruderschaft. Wir machen weiter mit der dunklen Bruderschaftsquest. Genau. Wahrscheinlich kommt gleich Cicero um die Ecke, ne? Und wir sollen einen Mordauftrag ausführen. Ich denk's auch. So. Hier muss ich die Waffe ja nicht wirklich ausrüsten. Das ist ja eigentlich relativ unnötig. Was ich mal gerade wissen, wie viel Geld habe ich? 11.000 Kronkorken. Gut. Ja, ihr seid hier. Ich glaube euch. Hey, lauf nicht weg! Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Ja, nach wen? Was passiert jetzt mit Fort Strong? Paladin Dance sorgt für den Transport der Fatman-Sprengköpfe auf die Pritven. Sie werden sich in Zukunft noch als sehr nützlich erweisen. Ich habe außerdem einen Trupp dorthin befohlen, der das Fort sichern soll. Es dient uns dann als Aufmarschgebiet und schützt zugleich die Ostseite des Flughafens. Alles in allem haben sie uns einen ziemlich nützlichen Stützpunkt beschafft. Da hast du absolut recht. Es war eine Ehre, für die Bruderschaft zu kämpfen. Es freut mich, dass Sie das so sehen, denn unsere Mission hat gerade erst begonnen. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Aha. Woher bekomme ich weitere Signalgranaten? Sie sollten sparsam mit Ihrem Vorrat umgehen. Diese Dinger sind weitaus komplexer als normale Rauchgranaten. Wenn Sie zusätzliche Granaten benötigen, wenden Sie sich an Proktor Tegan. Okay. Die beste Waffe fürs Überleben hier draußen ist ein Haufen Kronkorken. Signalgranaten sind normalerweise Paladinen vorbehalten. Sie sollten dankbar sein, dass ich in Ihrem Fall eine Ausnahme mache. Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealths. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten das Commonwealth sorgfältig absuchen lassen. Aber sie konnten nichts finden. Und wo fange ich an? Ich will, dass Sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass Sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn Sie einen Weg hineinfinden, melden Sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter? Irgendwelche Vorschläge? Irgendwelche Vorschläge, wo ich als nächstes suchen sollte? Ich würde an Ihrer Stelle der Spur zu Dr. Amari nachgehen. Ich weiß nicht, ob sie einfach nur irre ist oder ob sie uns tatsächlich bei der Suche helfen kann. Aber unseren Quellen zufolge verfügt sie über einige interessante Technologien. Sonst noch etwas, Ritter? Was ist mit den Energiewerten? Was ist mit diesen Energiewerten, die Paladin Dances Erkundungsteam entdeckt hat? Unsere Gelehrten sind sich aufgrund der hohen Frequenz sicher, dass es sich dabei um Technologie des Instituts handelt. Aber der Ausgangspunkt ist unbekannt. Wir fangen sie noch von Zeit zu Zeit auf. Aber wenn wir ein Team losschicken, verschwinden sie. Seien Sie äußerst vorsichtig. Ich wäre nicht verwundert, wenn diese Energiewerte von einer Waffe des Instituts kommen würden. Gibt es sonst noch etwas? Gibt es nicht irgendwelche Vorkriegsaufzeichnungen über das Institut, die uns helfen könnten? Unseren Aufzeichnungen zufolge ist das Institut aus den Resten einer Vorkriegsbildungseinrichtung hervorgegangen. Dem Commonwealth Institute of Technology. Die Ruinen dieser Einrichtung befinden sich im Zentrum der Stadt. Aber wir haben sie bereits gründlich durchsucht. Die Einrichtung wurde offensichtlich bereits vor langer Zeit aufgegeben. Die Spur endet also dort. Sonst noch etwas, Ritter? Nope. Im Moment nicht, Ältester. Gut, dann wegtreten. So. Was ist mein Auftrag? Nun! Ja, Versorgung der Truppen.
Dann eben. Aha. Aha. So. Kaum zu glauben, dass Supermutanten früher Menschen waren. Wie konnte die Wissenschaft nur derart versagen? Richtig. Ich muss wohin? Ja. Nach County Crossing. Ich hoffe wirklich, dass wir da eine diplomatische Lösung finden können. Vielleicht können die ja im Gegenzug Schutz bekommen. Das ist ja was, was in, hier wichtig ist. Tatsächlich. Und auch den Wert einer Teilernte besitzen kann. Weil wenn wir das so machen wie in Lehnsherrschaften des Römischen Reichs oder im Mittelalter, man weiß. Man weiß, dass das nichts bringt, sich da so an die Sachen anzueignen. Ich kann die natürlich auch einfach klauen. Ja, finde ich gut. Vor allem, das ist ja, die haben selbst hier nichts. Hey. Hallo? Warum habe ich den Eindruck, dass ich nicht hören will, was du zu sagen hast? Was würdest du für die Ernte nehmen? Das weiß ich nicht so genau. Also, mit 1000 Kronkorken wäre ich dabei. Jo. Wie wäre es mit 500 Kronkorken? Ich werde es bereuen, aber in Ordnung. Huch. Die Bruderschaft kontrolliert jetzt diesen Ort. Naja, gut, mit 500 Kronkorken. Wir haben den Nachteil, aber. Ja, egal. Wir haben der Bruderschaft geholfen. Das jetzt in dem Sinne war, das ist so wie dieses Gefühl quasi, du bist Verkäufer irgendwo und da steht ein ganz armer Mann vor dir, will sich gerade was zu essen kaufen und da denkst du, ach, ich würde ihm jetzt gerne Geld geben, dass er das kaufen kann, aber ich kann das als Verkäufer nicht machen und ja. Ja. Weil man, wenn man das halt immer macht, würde man auch irgendwann pleite gehen und naja, bei diesen Quests, ich habe jetzt deutlich mehr Geld hier, als ich lebe als Verkäufer. Die richtige Vorangehensweise, würde ich sagen, ist es trotzdem noch nicht. Aber vielleicht kann ich ja von denen irgendwie Geld bekommen. 500 Kronkorken, ne, wenn ich das als... Achtung! Bravo 6-4 bei Rüstungsbucht 2 melden. Bravo 6-4 zu Rüstungsbucht 2. Wir machen keine Gefangenen. Ja, ich bin nicht Bravo 6-4. Das ist bestimmt jemand anderes. Wenn es tot aussieht, solltest du ihm zur Sicherheit noch eine Kugel in den Kopf verpassen. Warum ein... Ah, mein Bodensoldat. Hast du die Farmer zur Kooperation gebracht? Ja. Welche Mission? Die Farmer dazu zu bringen, Lebensmittel für uns zu spenden. Und? Hat es geklappt? Spenden? Ja, die Lebensmittel sind nach der Ernte verfügbar. Solche Aufträge erledigst du mit links, was? Hier sind deine vereinbarten Kronkorken. Da draußen wollen noch einige Farmen besucht werden, wenn du interessiert bist. Wenn diese Farmer wüssten, was wir jeden Tag für sie tun, würden sie darum betteln, uns helfen zu dürfen. Hast du was Außergewöhnliches? Ich habe da ein paar spezielle Mods, an denen ich gerade arbeite. Das ist eine Art Hobby, mit dem ich mir die Zeit vertreibe. Sind echt starke Dinger. Schraub dir ein paar davon an deine Waffen. Und du wirst aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen. Mhm. Lass mich sehen, was du hast. Alle meine Waffen sind voll einsatzbereit. Ja, ich mache diese Mission nicht weiter, weil das ergibt für mich keinen Sinn und... entspricht nicht dem, wie ich es haben wollen würde. Aber 5mm Munition, die kann ich kaufen. Für Piper.
Genau. Nimm Proviant mit, sonst musst du. Entschuldigung, so. Dr. Tiger. Fragwürdige Sachen hat die Bruderschaft essen, um genug zu bleiben. Lass mal sehen. Ja, ja, Sind ein paar erstklassige Waffen. Was hat der eigentlich für Waffen? Gatling Laser. Mhm. Minigun, klar. Dispräzisionsgewehr. Achso. Das sind Raketenwerfer. Kommandohelm. Um 10 Präzise. Was hat denn mein derzeitiger Helm? Tragen Sie immer einen Helm. 15,8. Und dieser hier hat 16,16. Das ist natürlich schon was deutlich anderes. Alter. SB2. Ich mach das einfach mal. Ich hab's Geld, ja. Kann ich das Ding tragen? Ich muss eine Powerrüstung tragen, um das, Was führt dich heute zu mir? Lass mal sehen. Gerne doch. Das heißt, wenn ich eine Powerrüstung tragen würde, könnte ich das auch tragen. So. Okay, das ist nichts Besonderes. Glas. Alles tolle Dinge, aber nichts, was ich gebrauchen kann. So, wo war meine Powerrüstung nochmal? Lass dich nicht von Ingram beim Herumstehen erwischen, sonst handelst du dir sofort eine Meldung ein. Hier. Junge, Junge, das ist eine Menge Metall. Ach so. Das sind wieder diese Kackdinger. Ach, ich will das nicht. Nein, 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 nein. Obwohl. Kann ich das Ding zumindest wieder hier hinbringen? Ich kann mit diesen Dingern echt nichts anfangen. Also, das ist halt wirklich... Nee, nee, kann ich gar nichts mit anfangen. Wenn es darum geht, die Dr. Tegel? Willst du irgendwo Streit anfangen? Ich helfe dir, ihn zu beenden. Lass mal sehen. Bin mir sicher, dass ich was habe, das deine Augen zum Leuchten. Ja. So. Ich kann wirklich mit diesen Rüstungen nichts anfangen. Es ist schlimm. Ja, den Schraubenzieher verkaufe ich mal. So. Du kriegst nämlich jetzt Mini-Atombomben und die Dinger hier. So. Und ich mach neue Mission. Lernkurve. Ich bin stolz, unter ältester Max Nadine zu dürfen. Denn vielleicht Lancer Captain Kells ist einer der schaffen wir es ja noch in dieser Folge die ganze Quest zu beenden. Das wäre doch mal eine Ansage, oder? Ja, ich bin hier falsch. Ah ne, doch nicht. Wenn du Munition oder Waffen Ja. Wo muss ich hin? Suchst, kann dir Proktor Tegen vielleicht weiterhelfen. Ach, ich muss wieder in, ich muss immer in diesem Scheißflugzeug. Das ist doch eine Kacke. Okay, hier können wir wenigstens glücklich sein, dass das relativ nah ist. Na gut, das geht natürlich so auch. Hallo. Melde mich zum Dienst. Wie lautet die Mission? Standard-Forschungspatrouille. Ich sammle Daten. Du sorgst dafür, dass wir überleben. Ah, okay. Legen wir los. Verstanden. Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Bitte. Nach dir. Ja.
Was haben wir denn hier noch so für Orte? Die Schicht war lang, aber ich freue mich, dass wir hier draußen etwas erreichen können. Ich glaube, es ist der Taxi-Driver. Das ist unser Versorgungslager. Verschwinde, wenn du nicht dienstlich hier bist. Oh Gott. Maulwurfsratte am Stiel war eine echt schlechte Idee. Entschuldige mich. Ja. Wo muss ich hin? Ach da. Oh Gott. Das ist ja... Ach du Scheiße. Ewig weit weg. So, ihr hört auch bestimmt auch gerade da unten den Brief... Postboten, nicht Briefboten. Und manchmal auch dieses Gerät von draußen. Ich weiß nicht, was das ist. Durch die Kopfhörer ist es so gedämpft, dass ich das selbst kaum höre, aber ich weiß, es ist da. So. Gehen hier vorbei, hier hin. Lalala. Wir wissen ja, die Karte ist zwar riesig von Fallout 4, aber kleiner als man denkt. Zumindest wenn man die Wege kennt. Das ist so wie mit Gothic. Gothic 3. Ich finde, dass die Karte da gar nicht so groß ist, aber... dass die Karte da groß ist, aber wenn man wirklich die Wege kennt... Und weiß, wo man hin muss, so in einer Stadt zur anderen. Da kannst du halt wirklich in einer Minute die, zwischen den Städten hin und her laufen immer. Also das ist, ja. Okay. Hier draußen ist nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir lieber da rein. Da komme ich nicht auf. Ja, müssen wir doch hier von irgendwas nutzen? Da, Terminal benutzen. Ha. Okay, das war einfach. Türfernsteuerung. Tür aufschließen. Achso, ist schon fertig. Huch. Piper. Hey. Achte nicht auf die Unordnung. Was hast du eigentlich für Waffen dabei? Eine Minigun und Fatman. Achso, okay. Ah, ich dachte gerade, sie hätte eine Pistole in der Hand. So. Aber das hier machen wir in der nächsten Folge.